Noch hat er mich nicht gesehen, glaube ich, oder? Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen und ich glaube, das ist nicht gut. Ja, toll. Ganz toll gemacht, Herr Risu. Die Pistole besitzt einen eingebauten Schalldämpfer. Das macht sie zu einer idealen Waffe in engen Räumlichkeiten, wo Diskretion gefragt ist. Ja, die goldene Pistole wird einfach genau das gleiche sein wie die Schallgedämpfte und deswegen wird da kein... wird da nicht zusätzlich mit beistehen. Okay, diesmal... Oh, oh. Er hat mich gesehen, das ist nicht gut. Da, 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 da. So, wenn ich ihn jetzt nicht gescannt kriege, dann ist das zweitrangig erst einmal. Wow. Okay. Diesmal habe ich definitiv gesehen, was mich getötet hat. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch verhindern, dass es mich tötet. Okay. Nummer 1. Es klappt offenbar nicht so gut von der Treppe aus, den zu scannen. Es sei denn, wir warten jetzt einfach ein bisschen, bis er dort wegläuft. Dann scannen wir ihn und wenn es gut geklappt hat... Dann mache ich nochmal ein Zwischenspeichern. Okay, da unten ist er. Oh, oh. Okay, da musste ich kurz runterhopsen. Eventuell... Ne, von hier werde ich ihn nicht scannen können. Aber ich kann mal den letzten Übernommenen hier retten. Noch eine Bananenschale, wunderbar. Bisschen Pudding. Ah, können wir essen. So. So, damit haben wir schon mal hier ein Problem weniger. Nachladen. Und wir machen mal hier einen Quicksave. Na, dreh dich jetzt bitte nicht um. Da, da, da. Alles ist gut, alles ist gut. Und... Sehr schön, damit haben wir das. Und Quicksave. Jetzt ist die Frage, wie besiegen wir den? Jetzt können wir uns darauf ja wieder konzentrieren. Ich würde sagen, kinetische Explosion. Wir versuchen es so, wie wir es eben versucht haben. Bloß machen wir es diesmal richtig. Die schallgedämpfte Pistole wird mir nichts bringen. Ich gehe mit nach oben und versuche relativ nah ranzukommen, um ihn mit der Schrotflinte treffen zu können. Dadurch, dass wir ihn jetzt richtig gescannt haben, sehen wir ihn ja auch die ganze Zeit auf der Karte und er kommt in meine Richtung. Das ist nicht gut. Ja, nicht auf der Karte, sondern hier im HUD. Das war nicht ganz geplant, aber dadurch, dass ich ja das abfangen kann immer, ist das schon in Ordnung. Au! Verdammt, was für eine Reichweite hat das? Das ist nicht okay. Gar nicht. Letzten Spielstand laden. Okay, was können wir sonst machen? Blut in Kombination mit dem Kuhstrahl. Hoppala, nein, hier sind wir falsch.
Moment, Nullmoment. Setzt bei Detonation einen zielneutralisierenden Impuls frei. Das könnte helfen. Ist das das, was wir auf 7 haben? Hoppala. Ja, es ist tatsächlich. Wenn wir das auf den werfen, da, und der dadurch keine Angriffe mehr machen kann, dann wäre das hilfreich. Sehr hilfreich. Okay, das lief nicht so wie geplant. Und ich habe mich selbst blockiert. Was zum Teufel? Okay. Jetzt haben wir getroffen. Und ich habe die falsche Waffe benutzt. Und ich treffe nicht. Vier Schaden, toll. Ist er immer noch hilflos? Sicherheitshalber. Bleib stehen. Ich hab gewonnen. Deine Puppen sind alle tot. Und du jetzt auch. Sie, kommen Sie ans Küchenfenster. Ich will Sie sehen. Seine Puppen sind doch gar nicht tot, nur er. Und ich würde gerne die Leiche plündern. Ah, da ist er. Typhon-Organ und Typhon-Ganglion. Ja, muss ich mir später holen. Obwohl, Moment mal. Es gibt ja noch etwas, das ich sowieso holen muss. Das mit dem höheren Inventar. Dafür fehlen mir die Neuromods. Okay. Hallo? Keine passende Schlüsselkarte. Wo ist genau das Küchenfenster? Ach, da hinten. Okay. Hallo? Hey. Der Anzug. Was steht da auf dem Schild? Jo? M-Jo? M-Jo. Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Ach Gott. Hier, der Schlüssel. Für mein Zimmer. Gehen Sie. Holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Okay. Dann reden wir vielleicht. Okay. Ich weiß ja, wo die Zimmer sind. Also das sollte kein so großes Problem sein. Jetzt müssen wir aber erst einmal wieder... Oh, erstmal befreien wir den hier mal wieder. So. Also wir haben eine Menge verschwendet eben. Aber wir haben gewonnen. Deswegen reden wir nicht weiter darüber, dass wir so viel verschwendet haben. Und jetzt können wir eben wieder ein bisschen Schrott... Ja, recyceln, das ist auch schön. Und wird recycelt. Ich finde es übrigens merkwürdig, dass ich Neuromods brauche, um meinen Anzug zu verbessern. Um mich zu verbessern, meinetwegen, ja, absolut verständlich. Aber der Anzug, dass der mehr Inventar hat... ja, da komme ich ja nicht rein. Okay. Ich will da hinten. In die Quartiere. Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Oh, verdammt. Hier ist noch ein Telepath. Entweder das oder die Wirkung lässt nicht sofort nach, was merkwürdig wäre. Ja, das haben wir ja schon.
Hier gibt's nichts weiter. Okay. Die Kapitänin hatte nichts weiter, bis auf die goldene Pistole. Oh oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Kinetische Explosion, bitte. Nein, das ist nicht, was ich gerade wollte. Verdammt. Ist das ein elektrisch geladener Mimik jetzt gewesen? Das ist aber nicht schön. Moment, ich will die goldene Pistole benutzen. Läuft bisher ganz gut. Und er ist erledigt. So, wunderbar. Alles ist gut. Ich würde ja gerne, aber... Moment mal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, durch die Wand geht's nicht. So. Ach ja, nochmal ins Quicksave. Sollte man ja so oft wie möglich machen. So, hier kam der Case-Strups Büro. Das ist auch schön. Der hat E-Mails. Das ist auch immer schön. Aha, Petrischalenproben haben wir hier und noch andere Proben. Aalprototyp. Okay. Und ich nehme an, das sind dann Aalherzen. Muss ja. Gibt keine andere Möglichkeit. Auf jeden Fall war ein Zeug, Haufen Zeug, den wir... ich wollte gerade sagen, zerlegen können, aber... Zyhypofabrikatorplan, okay, das ist schon mal schön. Teifenköder nehmen wir mit. Da ist nichts drin, okay. Dann E-Mail. Dosenbirnen von Will Mitchell an Hans Kellstrup. Sehr geehrter Herr Dr. Kellstrup. Ja, sehr geehrter Dr. Kellstrup. Leider wird es bis zur Ankunft des nächsten Transportshuttles keine Dosenbirnen mehr geben. Elliot wird sie wie immer als EDS vermerken. Danke für Ihre Geduld. Ha. Und Arns. Erst einmal ursprünglich von Hans Kellstrup an LXU, unseren Bruder, betreff Arn. Ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Es dürfte dieses Mal schwieriger werden, die Schritte zurückzuverfolgen. Offenbar haben Müllers Leute die Daten nicht ordentlich aufgezeichnet. Der ganze Fortschritt, den wir seit der letzten abteilungsweiten Deinstallation gemacht haben, könnte also umsonst gewesen sein. Wir müssen unsere Erwartung zurückschrauben. Wir erleiden jedes Mal einen erheblichen Rückschlag, wenn wir der ganzen Abteilung das Gedächtnis löschen. Und ich habe langsam Zweifel, ob diese Praxis die Ergebnisse wirklich rechtfertigt. Wir sollten noch einmal das gestaffelte System in Betracht ziehen, über das wir das letzte Jahr gesprochen haben. Hans Kellstrup. Und... Ja, setzen Sie einen Termin fest. Okay. Also damit das Gedächtnis zu löschen von den Leuten haben Sie kein Problem. Sie denken nur darüber nach, es nicht bei allen gleichzeitig zu machen. Was schon irgendwie sinnvoll ist. M.I. Yushin? Ich frage mich, wie ich hier durchkomme, durch diese Verbarrikadierten. Okay, da ist kein Mimik bei. Dayo Iquis Büro. Die kenne ich. Also von der habe ich schon Gesang gehört. Ein Schachtisch ohne Figuren. Consciousness originates from processes inside neurons. Also das Bewusstsein entspringt Prozessen der in den Neuronen. Orchor? Consciousness is based... A non-computable quantum processing? Achso, on non-computable. Okay. Das Bewusstsein ist basiert auf nicht berechenbaren Quantumprozessen. Okay, jetzt habe ich's. Die Schrift zu lesen ist manchmal
Oh, eine Mondsteinstatue. Kann ich leider nicht mitnehmen. Kann ich sie kaputt machen? Nee. Oh, was haben wir denn da? Eine Neuromod. Integralstruktur. Okay. Gucken wir uns mal an. Da. Dein Anzug ist widerstandsfähiger gegenüber Umweltgefahren, die seiner Integrität schaden könnten. Fällt gerade auf, wir haben einen ganzen Haufen Plätze, die wir nicht belegt haben, ne? Beseitigt alle Effekte von Alkohol, verringert den Schaden durch Laserangriffe, das ist gut. Widerstandsfähiger gegenüber Umweltgefahren, ist auch gut. Ja, und im Prinzip, wenn wir nichts anderes haben, dann bauen wir das eben noch mit ein. Psychoskop-Chipsätze, da haben wir nicht genug Plätze frei. Der neurale Horizont, Nummer 1. Erster Auszug aus Brandys Geschichte. Fallstudien über Spender und Empfänger von Neuromods. Es tut nicht weh. Überhaupt nicht. Brandy Grace spricht mit fröhlicher, enthusiastischer Stimme. Ihr Lächeln und ihre Augen strahlen. Es gibt keinen Hinweis auf die Paraplexie, die ihre Nervenenden zerstört. Die olympischen Medaillen liegen als stille Zuschauer in ihren Vitrinen. Die Liebe zum Eislaufen war noch vorhanden, doch meine Fähigkeiten schienen wie in meinem Kopf gefangen. Die Mods, sie korrigiert sich, die Neuromods ermöglichen mir, diese Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Das war wirklich ein Geschenk. Ich glaube, von der hatten wir schon mal was anderes gelesen. Okay, das ist gesperrt, das ist doof und wir können es nicht hacken. Weil wir gesagt haben, wir spielen ohne Hacken. Stellt 2 Gesundheit wieder her. Na, dann trinken wir das mal. Andere Effekte haben wir ja jetzt gerade nicht, das ist ganz gut. Hier auch wieder ein bisschen Gesundheit hergestellt. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hallo? Okay, hier scheint alles sicher zu sein. Passwort eingeben, habe ich nicht. Ein Transcribe, na dann hören wir doch mal rein. Überbrückung an sich. Es war nur der Unterhaltungssequenzer des Operators. Sie klingen sonst immer so trostlos. Sie wissen, wie viele Sicherheitsprotokolle Sie gebrochen haben? Tja, Morgan meinte, es sei schon in Ordnung. Hat mir sogar geholfen. Ich bin Operator Skillet, Miss Jo. Sie klingen, als könnten Sie eine gesunde Portion Sanders Bananenpudding vertragen. Das ist eine vertrauliche Unterhaltung, Skillet. Entschuldigung, ich verschwinde dann mal. Toll. Ja, jetzt wissen wir, warum alles hier den Bach runtergeht. Weil jemand den Assistenzdroiden umprogrammiert hat. Okay, wir haben verdammt wenig Platz. Das ist nicht gut. Haben wir hier irgendwas, das wirklich gar nicht mehr nötig ist? Die schallgedämpfte Pistole gegen die goldene Atem... Oh, hier steht sogar was dazu. Eine vergoldete Trophäenpistole von Silas Rain, dem viermaligen Weltmeister im Sportschießen. Der Weltmeister besuchte die Talos 1, um ein Konnektom seines Gehirns in der Neuromod-Abteilung erfassen zu lassen. Während seines Besuchs war er so gerührt, dass er diese Pistole Captain Yada Mark schenkte. Okay... Wie gesagt, die scheint leise zu sein. Ja, die ist ja auch... Sieht ziemlich baugleich aus. Das heißt, wir können die hier wahrscheinlich wegwerfen. Feuerkraft 10, 17, 15 Meter und 60. 8, 17, 15 Meter und 60. Ja, die ist ein klein bisschen stärker. Ich weiß nicht, warum sie so einen Wirbel drum gemacht hat. So gut ist die nicht. Aber okay, die Schallgedämpfte können wir wegmachen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder zum Recycler laufen. Oh, Moment, trinken. Jeder Lebenspunkt ist wichtig. Und dann können wir die Trophäe vom Koch mitbringen, die habe ich da schon liegen sehen. So. Schrott übertragen und das... Uppala. So, haben wir noch irgendwas, das wir hier übertragen können? Ich denke nicht.
Ich sollte vielleicht ein bisschen von dem Zeug wegessen, das hier noch rumliegt. Das wir sonst nicht unbedingt brauchen. Gut. So. Wieder recycelt. Sehr schön. Mal sehen, was wir dann beim Koch finden. Ich bin schon mal drauf, mental darauf vorbereitet, den niederschlagen zu müssen. Der wirkt nämlich etwas exzentrisch und bisher war exzentrisch nicht gut hier. Okay, was bedeutet diese Musik? Okay, alles wird gut. Okay, wir nehmen die Kochauszeichnung. Mal sehen, was steht denn dazu da? Gewinner des jährlichen Makun-Nobel-Kochwettbewerbs. Übrigens ist mir aufgefallen, der Will Mitchell, den wir da gesehen haben, sah vollkommen anders aus als im Transcribe. Hier, den Sekt nehmen wir noch mit. Okay, das sind wir und da hat er mit jemandem ein Problem gehabt. War Z-Zoom? Nein, Viva Zoom. Okay, ich guck mal kurz in den Einstellungen. Steuerung. Da-da-dam. Wir haben eine Taschenlampe, gut zu wissen. Audiologs abspielen ist klar. Schnellauswahl ist auch klar. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten einen Zoom irgendwann mal. Moment, gehen wir nochmal nach oben. Spezialfunktion ist es nicht. Nein. Ziele aus nicht. Nein. Okay, eventuell bin ich gerade ein klein bisschen blind, aber ich sehe es nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gab. Vielleicht musste man dafür eine Waffe eingelegt haben. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Apropos, wir... Hoppala, das wollte ich nicht. Das hier will ich auf der 3 haben. So. Und jetzt... Nee. Da bringt Z-Drücken auch nichts. Das ist nur die Taschenlampe. Okay, also wir wissen, dass er irgendjemanden durchgestrichen... Achso, Moment mal, das... Achso, da steht nur Trans da. Okay. Also er hat Probleme mit jemandem. Ich schätze mal, das wird mein Bruder sein. Mit dem kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand Probleme hat. Enzyklopädie des der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Auszug aus einem Eintrag der Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Edition 2033 von Elliot N. Shore. Transglutaminase, TG oder T-Gase, einen Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym. Die Musik macht mich wahnsinnig. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildung von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößen herzustellen. Wird umgangssprachlich auch als Fleischkleber bezeichnet. Tipp für Köche: Wenn Sie die Haut eines Hühnchens auf einen Lachs kleben, schützen Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Okay. Das war auch der Musik zu gruselig. Der Sternbeuger-Zyklus Band 4. Ein Schlag ins Gesicht. Auszug aus Band 4 des Sternbeuger-Zyklus von Fetcher McMarvin. Moment kurz. Nee, okay, das kenne ich schon. Das habe ich schon mal vorgelesen. Gut, dann auf zum Koch. Noch einen Schluck trinken. Diese Mechanik finde ich einfach sehr merkwürdig.